Die Scheibe ist doch kaputt, Mann. Geh da jetzt durch. Da. Na, geht doch. Warum so zaghaft? Bitte! Oh Gott, nein, bitte! Ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten! Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Oh Gott! Stirb, du Miststück! Stirb! Was? What the fuck, ey? Ja, schön. Das hat ja nicht viel gebracht. Alter, ich versuche mich doch hier schon weg zu... bewegen. Ja, ich drück. Wie bekloppt. Ich drück doch. Mann. Was mache ich denn da? Okay. Schön. Ein bisschen weniger Horror wäre auch gut. So, kann ich hier noch irgendwas... wo ist denn der... Da liegt noch einer. Den muss ich mir noch angucken. Nix. Okay, viel mehr gibt's hier nicht. Ich geh noch mal gucken hier bei ihm. Oh, kann ich doch noch was machen? Heidi Witzka. Ja. Das war ja klar. Was willst du hier? Kleines Miststück. Warum reden die so mit mir? Ich hab mit einem Jumpscare gerechnet. Also von daher ging das jetzt. Hier irgendwas.
Da soll ich durchkommen, oder? Bleib bei mir, okay? Schau. Also hier ist zumindest die Sprinkleranlage, das wäre schon mal schön. So, macht denn hier erstmal nichts. Man möchte mir den Weg versperren. Den Tisch zur Seite? Nö. Wow, was? Was? Ich hab mich doch... Was willst du von mir? Ich... Meine Fresse, ey. Habe ich mich nicht schnell beruhigt? Ich bewege mich scheinbar nicht schnell genug. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung. Ist hier kalt? Kann das sein? Ist ja mal eine Abwechslung, ne? Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Möglicherweise auch nicht. Auf einmal ist hier arschkalt. Ruhig kann ich weiter. Mann, schade. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gleich alle aufstehen und auf mich drauf. Aber eigentlich sind die ja eingefroren, so ein bisschen vereist. Also. Oh Gott. Bleibt bloß liegen, Leute. Auf der anderen Seite. Ja, die sind alle wirklich ziemlich unterkühlt, würde ich sagen. Man braucht eine Karte. Verdammt. Einer von denen wird sicherlich eine Karte haben. Ne, Jungs? Der sieht so aus, als hätte eine Karte. Der liegt schon so komisch da. Ach, scheiße. Ja? Karte? Hey, wieso geht das denn nicht? Hast du eine Karte? Mich alle verheilen. Kommt Leute, einer von euch hat doch eine Karte.
Der da, entweder der da drinne oder der da. Ja? Nee? Nicht. Schade. Wenn du ein bisschen schneller gehen würdest, würde dir vielleicht wärmer werden. Ich verstehe nicht. Er sieht auch nicht nach Karte aus. Leute. Hier in der letzten Ecke, der hat die Karte. Da, der hat doch eine Karte. Ich sehe sie doch. Nimm sie. Hey, was sucht sie denn da? Die liegt doch da vorne drauf, Mann. Das war so klar. Oh, jetzt muss ich hinter einen. Oh, come on, Aiden. Hilf mir. Was? Komm schon! Komm schon! Aiden? Aiden, ich brauch dich jetzt! Wobei? Steh auf, verdammt! Ja? Komm schon! Komm, mach was, Aiden! Steh auf, verdammt! Alle, hä? Okay. Schöne Hose. Mit schönen Mustern. Jetzt liegen sie wieder alle da rum. Na gut. Sind wir jetzt sicher oder was? Oh, hier ist nicht mehr ganz so kalt, ne? Aber hier liegen sie auch wieder rum. Ja, shit. Ach, du Scheiße. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Warum erinnert mich das hier an Stranger Things? Aber das kam, glaube ich, schon, das ist älter als Stranger Things, würde ich sagen. Ne? Ich meine, 2013. Tatsächlich. Wir müssen das Ding abschalten. Ein Portal zur anderen Seite. Wir springen rein. Ja, Power ausgiebig, ja? Wäre auch zu einfach. Das Mistding geht nicht. Doch, es geht schon. Es geht nicht aus, meinst du? Was? Ich die erreiche. Haben wir noch eine Chance? Was ist da oben? Was hat sie vor?
Kann ich das nicht irgendwie hier per Hand oder was? Oh Mann, ich komme da nicht weiter. Ganz schnell zur Konsole. Ich glaube nicht. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Ich bin mir nicht sicher. Los geht's. Oh Mann. Das nennt die... Ja. Boah. Mach dich... Weg, du Drecksvieh. Da muss ich wieder zusammendrücken. Mann, was denn? Immer was anderes. Einmal auseinanderdrücken, einmal zusammendrücken, die Sticks. Please. Oh, diese Quicktime-Events, ne? Weißt du echt nicht, was die von einem wollen. Was? Aiden? Aiden? Weg. Steh auf. Das gibt's ja nicht. Wo muss ich denn hin? Die Leiter! Eilt los! Ja. Da kommt schon wieder einer. Was? Wo will ich denn hin? Wo will ich denn hin? So muss ich jetzt hier rüber. Ach komm, das kann nicht der Ernst sein. What the fuck? Nicht weg, du Scheißvieh! Beweg dich! Ich sprinte mal eben schnell. Wie weit muss ich denn hier? Vor allem, warum machen die nicht eine Leiter nach oben? Nö, da musst du... Erstmal die eine Leiter musst du einfach komplett drumherum gehen. Dann musst du die nächste Leiter, musst du wieder komplett drumherum gehen. The fuck? Mann, ey. Oh, ich hier noch. Was? Was mach ich? Nein! Ich bin...
mein Gott. Jetzt haben wir es so gut. Ja, na klar. Geht das? Was? Was? Ich denke, das hört auf. Und es wird stärker gemacht. Scheiße. Stranger Things Staffel 4. Aiden? Aiden? Aiden, bist du da? Nein, ich verstecke mich. Die Frage ist, sind diese Viecher noch da? Aiden! Ich dachte, du wärst weg. Oh mein Gott. Jody. Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Das Spiel ist echt krass. Krass gut. Channeling mit allen Leichen. Haben wir gemacht mit allen, alles klar. Kondensator ausgeschaltet, haben wir auch gemacht. Besessenen Wissenschaftler umgebracht. Ja, haben wir auch gemacht. Hätten wir da, was hätten wir denn sonst machen sollen? Hätten wir den auch am Leben lassen können? Ja, jedenfalls, das Spiel ist echt gut. Das war ein guter Tipp, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so krass ist. Also, da hängt man ja richtig, da fühlt man ja richtig mit. So, nichtsdestotrotz muss ich an der Stelle schon mal wieder einen Cut machen. Macht ja nichts für euch, aber ich muss jetzt hier mal kurz aufhören. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann, wie immer, nach dem Schnitt oder der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss.